Kann man was hacken? Ach nee, das ist ein Aufzug. Mal wieder. Oder ein Abzug. Eine Transporteinheit. Wir kommen der Sache näher. Ich habe schon vorhin gespürt. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Das gefällt mir auch nicht. Ah, hier. Ach Gott, ich hab's gar nicht erkannt. Meditieren. So. BD? Nein! Ich brauche hier etwas Strom. Einmal zu viel. Genau das haben wir gebraucht. Ich dachte, das ist die ganze Zeit dann so wie die anderen auch. Nein, hier jetzt nicht. Wir gehen da hin. Okay. Ist wahrscheinlich hier weiter? Ja. Zwei Droiden. Okay. Systeme fallen aus. Moment. So. Sie wehren Nein. sich immer noch unklug. Was soll ich denn? Okay. Großen Schaden verursacht. Bum, bum. Hä? Du hast mich überhaupt nicht getroffen. Ah doch, ein bisschen. Upsala. Huch. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Okay. Upgrade. Bereit für eine Seilrutsche? Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist es denn? Ah. Jetzt kann ich Seilrutsche noch wieder hochfahren. Jetzt muss da ein Weg zum Grab sein. Perfekt, jetzt kann ich auch in, auf Kashyyyk auf die, ein Ding hin. Weil da war ja auch die Seilrutsche genau in die andere Richtung, verkehrte Richtung. Perfekt. Jetzt verstehe ich. Moment. Ich glaube, ich würde hier kurz sogar meditieren und resetten. Es ist zwar nicht viel, aber ne, warum erzählt ja jeder Lebenspunkt. Also viel wird hier nicht respawned. So, weil jetzt setzen wir das nämlich wieder nach oben. Und kommen hier hoch. Wie praktisch. So. Ich würde auch alleine mit ihm fertig. Er weicht aus. Sieht
das an. Könnte eine Falle sein. Tretet zurück, ich krieg das hin. Nähert euch dem Ziel. Oh shit. Oh nein, 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 ich bin stuck. Oh. Holen wir in uns. Ich bleibe an dir dran. Ich kann dich ausschalten, kein Problem. Huh. Na, das. Na, gut, war's nicht. Ist hier drüben noch was, was ich bis hierhin habe? Nee. Doch, die geht's runter. Warte mal, ich geh mal kurz nochmal zurück. Das ist ein Aufzug. Von dieser Seite kann der Aufzug momentan nicht rufen. Wahrscheinlich später eine Abkürzung. Nehme ich mal stark an. Ist das auch eine? Ist wahrscheinlich auch eine Abkürzung wieder zurück. Okay. Ah, ich glaube, nein. Stimpack. Ich fühle mich viel besser. Danke. Ah, bin ich hier. So. Hier war irgendwo ein Echo. Oh. Ich glaube, das mache ich jetzt nicht auf. Wohl eigentlich sollte ich. Für später, aber. Da ist der Wächter jetzt da. Wächter des Grabes. Auf der Suche nach Zeph-Artefakten hatten diese Sturmtruppler eine gleichsame, unerwartete wie schreckliche Begegnung mit einem Grabwächter. Ja, ja. I'm out. Okay, vielleicht muss ich den doch jetzt töten. Kommst du da nicht durch? Halt, Eindringling. Du kommst da nicht durch, oder? Ne, kommt nicht. Okay. Steff, Jedi Abschaum. Hör auf, wegzuhören. Dafür bezahlst du. So zerbrechlich. BD, stimm zu mir. So. Danke, BD. Okay, dass dein Schlag so viel Schaden macht, habe ich selber nicht gerechnet. Hallo, Echo? Echo? In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Destruktive Maßnahmen. Von einem Arbeiter zurückgelassene Werkzeuge, der fieberhaft nach Zephyr-Relikten suchte, ohne dabei seine Umgebung zu beobachten. Tja, rip. Okay, ist das noch was? Ne, ist nichts mehr, ne? Okay, dann weiter. Hier geht's runter. Da, ich werde wahrscheinlich Griff als nächstes lernen. Weil ganz. Das würde sich gerade gut anbieten. Zu dem, was hier so gibt und was ich schon kann. Komm schon. Uff, der war knapp. Naja, werde auf jeden Fall das nächste Griff lernen, wie es ausschaut. Gefällt es mir nicht, dass hier gleich gar nichts ist. Aber gut, hier ist so ein Meditationspunkt. Meistens sind die eher leer. Damit, wenn man hier ausruht, nicht alles voller Gegner ist. Ja, ein bisschen unfair. Okay, ich habe jetzt irgendwie zwei Richtungen, wobei die kann ich noch nicht nutzen, wie es ausschaut. Ja, ich muss dann die andere. Der führt auch meine Quest hin.
Ja, hier ist so viel, wo ich diese Seile hier runterziehen muss. Hallo Aufzug. Kerl Kestis. Wie berechenbar. Oh ja, ich kenne deinen Namen. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Oh shit. Ich vernichte dich. Werf einen rüber, BD1. Okay. Komm zu mir, Padawan. Komm doch zu mir. Du bist schwach und glanzlos. Bist du wirklich ein Jedi? Bleib stehen. Gott, ist schnell. Was würde Jarrow T'Pol jetzt von dir denken? Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Shit. Eieiei. Was war ich? Kann ich auch. Jetzt bitte. Huch. Hey! Danke, bitte. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jarrow T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken?
der im Schatten mit einer Verräterin paktiert. Ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler. Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Puh, typisch dunkle Seite. Wir werden auf seine Seite ziehen. Über Manipulation. Aber gut, was war es, wird dran sein. Ceres Padawan. Ceres, sorry. Die zweite Schwester erklärte, dass sie einst Ceres Padawan Triller war, ehe diese sie unter Folter des Imperiums verraten hatte. Triller wurde daraufhin von Imperium aufgespürt und zu einer Inquisitorin gemacht. Ja, das machen wir jetzt nicht auf. Rutschpartie? Rutschpartie. Ne? Okay. Haben wir es ja drin was versteckt, aber ich glaube, ich bin danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und uns näher zum Grab gebracht. Ist doch was? Nee. Das ist nichts. Huch, ich hab mir gehört, dass das Gesichter sind. Aber geht's da hoch? Da hoch? Mega. Ups. Runter. So. Finde ich die Zephyrgräber ziemlich cool. Die sind ziemlich cool aufgebaut. Ausruhen wollte ich hier. Ah, da geht's durch. Den Schlitz nicht richtig gesehen zuerst. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Ein bisschen. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Graf von Victrull. Ja, ich muss wahrscheinlich viel schwingen. Ja, das sieht man schon. Aber schon echt cool aus. Wie riesig das ist. Ach, ich dachte, ich muss hier Wandlauf machen. Ich hab's. Aber sie. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Huch. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Die Entstehung der zweiten Schwester. Während das Imperium dem Grab von Mictrul tatsächlich immer näher kam, reiste Cal nach Sepho, wo er in eine Falle der zweiten Schwester tappte. Diese gab sich als Triller, Ceres einzigen Padawan zu erkennen. Nach einem erbitterten Kampf schien Triller die Oberhand zu gewinnen, aber kurz bevor sie Cal niederstrecken konnte, schaltete sich BD1 ein, indem ein undurchdringliches Laserfeld zwischen Triller und Cal platzierte. Während Cal tiefer in Mictruls Grab floh, versuchte er, Ceres zu kontaktieren, wurde aber von Triller unterbrochen, die sein Kommunikationssystem gehackt hatte. Gefährlich, eigentlich. Aber sie weiß schon sehr viel, was schon vorhin dann gehackt hatte, wahrscheinlich. Huch. Die Alten. Ein Saft. Du bist zu schnell. Huh.
Ich dachte, da gehe ich jetzt mal drauf, weil der Raum zu klein ist, um richtig auszuweichen. Ich dachte, Sturmtruppe hilft mir, deswegen habe ich die jetzt erstmal nicht angegriffen. Ich hätte aber falsch gedacht. Mehr Rätsel. Die Kugel ist kaputt. Die können wir nicht benutzen. Was sagt meine Karte mir? Eine verschlossene Tür und eine offene Tür. Also eine noch nicht offene Tür. Da drüben. Gut, auf die Gitter komme ich wahrscheinlich später. Aber erstmal hier durch. Ich glaube, hier werde ich noch nichts tun können. Nicht mal an. Was ist das? Ah, das ist zum Scannen. Schön, wir haben schon lange nichts mehr gescannt. Mein Freund, diese Geräte simulieren die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist ein Leitmotiv. Huch. Okay. Die Dinge habe ich zuerst gar nicht gesehen. Achso, ah. Meditation. Ach komm, sicher, sicher. Dir läuft die Zeit davon. Wofür? Meine Späher haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich studiere es gerade und lüfte seine Geheimnisse. Cordova hatte wohl einiges für diese Sepho übrig. Vielleicht genug, um das Holocron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, mal sehen, was du rausfindest. Worauf wartet ihr? Hi. Wartet ihr ganz kurz? Danke, ich muss kurz die Karte checken. Haltet den Eindringling auf! Kann ich sagen, ob ich da lang oder da lang muss? Vorwärts! Feind ausfindig gemacht! Das ist eine Kiste. Doch, hier doch jetzt erst hier. Erfasst! So. Jetzt komm her. Warte mal, konnte man das nicht zurückschleudern? Warum ging das jetzt nicht? Machst du das nochmal? Komm, mach das nochmal. Ich will das nochmal testen. Nee? Komisch. Ich dachte, das konnte man. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ich komme nicht weg. So. Dann halt so. Ja, ein bisschen ungeschickt. Ein Echo wahrnehmen und hack. Dann hackst du, während ich Echo wahrnehme. Ein Relikt aus dem alten Sepho. Ich spüre große Eitelkeit und Prunksucht in dieser Phase ihrer Geschichte. Zeitalter der Zügellosigkeit. Ein Sepho-Reptil, fast. Relikt. Aus einer Zeit, die von Eitelkeit, Zügellosigkeit und Macht geprägt war. Und eine Kiste, in der... Hey, BD, hier drin. Kosmetik-Stuff drin ist. Was hast du da? Natürlich, eine Mantis-Lackierung. So. Jetzt aber hier rein.
Wutsch! Ah, warte, guck mal hierher. Oh fuck! Ich hab nicht gesehen. Nein! Nein, nein, nein! Ich hab ein. Gut, ich hab übrigens geöffnet. Mein Startmenü. Okay, Moment. Anderes Schwert. So. Lass mich mal kurz wieder sammeln. Okay, jetzt so. Zurück, zurück. Lichtschwert wechseln. Weißt du schon wieder aus? So. Heieiei. Hast du mir einen Stim zu werfen? Okay. Ah. Jetzt habe ich ja was zum Schieben. Nee, es ist da drin. Nee. Das trifft schon näher. Ach nee, jetzt komme ich da hoch. Ha. Ist das sonst noch irgendwas? Warte mal, da drüben ist doch noch was. Moment, hat es gerade rot geleuchtet dort links? Ich glaube, es ist ein Raum, in dem ich immer wieder hinkommen werde. Das ist ein sehr großer Rätselraum, glaube ich. Und mir fehlt auch eindeutig die Macht. Blululu. Ja, was ist das? Gute Arbeit. Votivkerzen. Die häufigsten Opfergaben, die zu Mikthruls Grab gebracht wurden, waren diese Kerzen, so, die für gewöhnlich mit graviertem Metall umgehüllt waren. Das heißt, ihre Flammen waren ein Symbol für Mikthruls grenzenlose Macht. Wahrscheinlich kann man die dann dagegen schlagen. Bestimmt kann man mit denen irgendwas machen.